Hallo und herzlich willkommen bei Always Be Natural. In diesem Video möchte ich dir praktische Tipps geben, wie du einen guten Start in die Meditation bekommst und dir auch zeigen, worauf du achten solltest, um richtig mit der Meditation zu starten. Viel Spaß beim Zuschauen! Oftmals liegt es ja wirklich daran, dass wir eine falsche Position beim Meditieren einnehmen und dann verkrampft und verrenkt sich alles. Der Körper fängt an zu kribbeln, das ist irgendwie total ungewohnt und irgendwie ganz komisch. Deswegen möchte ich dir jetzt hier in diesem Video zeigen, wie du richtig sitzen solltest. Und zwar hast du mehrere Optionen. Wenn du eine schöne Ecke hast zum Meditieren, zeige ich dir gerade ganz kurz mal meine. Genau, wenn du eine schöne Ecke hast zum Meditieren, dann ist es wichtig, dass du dir Ruhe gönnst, dass du Ruhe hast, dass es wirklich auch ganz klar deine Ecke ist zum Meditieren. Wenn du aber keine Ecke hast, sondern einfach nur dich gerne in deinem Wohnzimmer oder in deinem Schlafzimmer aufhältst, dann setz dich dorthin. Oder wenn du nicht auf dem Boden sitzen kannst, ist es auch überhaupt gar kein Problem, mit der Sitzmeditation auf einem Stuhl zu beginnen. Als erstes, um mit der Meditation zu starten, solltest du darauf achten, dass du einen Platz hast, an dem du dich wahnsinnig wohlfühlst und an dem du auch das Gefühl hast, dass du dich zurückziehen kannst. Ich habe jetzt mir den Luxus gegönnt und eine Meditationsmatte gekauft und ein Sitzkissen, ein Meditationskissen. Das brauchst du aber nicht unbedingt. Das kann auch ein Lieblingssessel sein, einen wundervollen Stuhl, in dem du dich wohlfühlst, in dem du auch angenehm sitzen kannst. Weil das ist das Allerwichtigste, dass du einen Platz hast, an dem du einfach gerne sitzt und dich wohlfühlst. Also schau, dass du zu Hause dir einen Platz einrichtest, an dem du einfach wenig Elektrosmog ausgesetzt bist, wo du nicht wirklich äußere Reize hast. Also das Telefon ausschalten, Fernsehen ausmachen und dann einfach entspannen. Auf die Sitzposition kommt es an. Ja, genau so ist das. Also du solltest auf jeden Fall schauen, dass du eine Sitzposition findest, in der du dich wohlfühlst. Ja, nur weil die ganzen Yogis oder Meditationsmeister auf dem Boden sitzen, in einem sogenannten Lotus sitzt, heißt das noch lange nicht, dass es für dich auch die richtige Sitzposition ist. Wichtig ist, dass du dir eine Position aussuchst, in der du am ehesten Entspannung findest. Die erste Variante ist die kniende Variante mit zwei Kissen unter dem Gesäß mit einer aufrechten Sitzposition. Die zweite Variante ist der offene Lotussitz. Der Lotussitz ist für Asiaten kaum ein Problem. Wir allerdings sind diese Sitzposition nicht gewöhnt. Daher kannst du hier auch auf einen Stuhl mit einem Kissen zurückgreifen, wenn du möchtest. Du kannst aber daran arbeiten, denn aus der traditionell chinesischen Betrachtungsweise ist die Lotusposition zu empfehlen, da die dort entstehenden Meridianendehnung Ruhe in dein System geben kann. Für die Wirbelsäule ist es sehr wichtig, dass alle Wirbel aufeinander aufbauen. Dein Rückgrat solltest du spüren, da ansonsten kann es sein, dass du zu einer Seite neigst und das hindert absolut deinen Energiefluss und den wollen wir ja bewahren. Alle Energiekanäle unseres Körpers sollten gerade sein und fließen. Po und beide Knie sind die wichtigsten Punkte, um Stabilität zu bekommen. Wenn du da Probleme hast, dass die Beine auf dem Boden sein können, kannst du auch dafür sorgen, dass du anfangs deine Knie mit Kissen stabilisierst. Und du solltest auch darauf achten, dass du bequeme Kleidung trägst beim Meditieren. Es gibt nichts Unangenehmeres, als mit Jeanshose zu meditieren. Um die Meditation zu unterstützen, hast du verschiedene Mudras, Handgestiken. Du hast jetzt gerade das Chin-Mudra gesehen und jetzt siehst du das Dhyana-Mudra. Hierfür legst du deine Hände in den Schoß, die rechte Hand zeigt nach oben Richtung Decke und die Daumen berühren sich ganz langsam. Nach der Meditation wächst du deinen Körper einfach wieder auf, indem du die Hände aneinander reibst, auf die Augen legst, um die Chakren dahinter wieder zu aktivieren. Du reibst ein zweites Mal, dass die Handflächen warm werden, legst sie auf den Nacken. Reibst sie ein drittes Mal, legst sie auf den Bauch, sodass der auch wieder schön warm wird, aktivierst wieder alles, streichelst deine Nieren nochmal warm, sodass du wieder wach wirst und dann klopfst du deine Beine wieder wach und dass die Meridianen dort auch wieder langlaufen können und dann ist der Körper wieder da. Namaste!
Noch ein kleiner Nachtrag für dich. Die Stellen unseres Körpers, die mit wenig Fettpolstern ausgestattet sind, wie Knie, Schulter und Ellbogen, sollten vor Kälte geschützt werden. Also in diesen Bereichen kann Kälte und Feuchtigkeit sehr schnell einziehen. Decken und Schals können unserem Körper hier einfach sehr gut schützen. Und wenn du sowieso dazu neigst, dass dir oft kalt wird, dann meditiere einfach mit einer Decke über deinen Schultern und Knien. Ja, was natürlich auch immer so ein Phänomen ist, sobald man anfängt zu meditieren, fängt irgendwie der gesamte Körper an zu jucken oder einzelne Stellen fangen an zu jucken, die Nase kribbelt, der Fuß juckt, keine Ahnung. Das ist irgendwie so ein Phänomen und das zeigt eigentlich letztendlich nur, wo der Körper jetzt gerade irgendwelche Anspannungen hat. Also je mehr Kribbeln du hast, desto mehr Stress hat dein Körper letztendlich. Und das finde ich so spannend. Bei der Meditation lernt man wirklich auch seinen Körper kennen, ja? Oder Schmerzen auf einmal im Rücken zu haben, im Bauch zu haben. Das ist dann eine Stelle, die tut weh. Und dann kann man auch mal da rein atmen. Also, ich wünsche dir in Zukunft auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß bei deiner eigenen Meditation. Und ich hoffe, dieses Video hat dir gezeigt, wie du richtig starten kannst, wie du loslegen kannst. Und ich wünsche dir einfach wundervolle Momente der Ruhe und der Gelassenheit in deinem Leben. Namaste, deine Julia.